Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben große Neuigkeiten. Na, lach mal. So. Lila hat eine Zahnspange bekommen. Ja, nicht nur, dass es dann ein großes neues Kapitel in meinem Leben aufgegangen. Nicht nur, dass ich jetzt 13 bin, also ein Teenager. Ich bin noch mehr Teenager geworden, weil ich habe so eine Zahnspange. Und ich bin ein Disco-Girl. Und wie haben Sie das dran gemacht? Haben Sie das draufgeklebt? Oder? Nein, ich habe ganz viele tolle Fotos. Da, schau. Hm. Da, okay. Oh, das war davor. Oh Gott, so hast du ausgesehen. Mhm. Ihr seid bestimmt auch schon neugierig, oder? Zum Glück gibt es ein Video. Hallo meine Lieben, heute habe ich einen ganz speziellen Termin und ich bin schon uraufgeregt, denn es wird einfach mein Leben verändern. Mein Leben verändert sich ja nur, wenn ich bei dieser Tür reinkomme. Hallo? Na, dann wird das nichts mit der Zahnspange. Ah, jetzt geht's. Erstmal warten. Bin schon gespannt. Was machen die denn da? Haben die auch Zähne? Und schwuppdiwupp liege ich schon auf dem Zahnarztsessel. Aufgeregt. Ich hoffe, die Bohrer kommen nicht dran heute. Eigentlich soll das alles hier nicht wehtun. Ich hoffe, das stimmt auch so. Und jetzt bekomme ich Stück für Stück an meine Zähne die Halterungen für die Zahnspange geklebt. Schon vorbei. Ich schmecke noch ein bisschen Kleber. Bäh. Jetzt geht's. So, kurzen Check im Spiegel noch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, also ich hab's jetzt drinnen und das Ganze hat circa 20 Minuten gedauert. Und es fühlt sich halt am Anfang ganz neu an und alles, aber ich werde mich schon dran gewöhnen. Aber ich hab's jetzt für mindestens 2 Jahre drin, aber dann werde ich ein Zahnpasta-Model. Auf jeden Fall, meine Lieben, werdet ihr mich die nächsten 2 Jahre mit dieser Zahnspange sehen. Und das alles, obwohl mir mein eigenes Orakel vor einigen Jahren genau das Gegenteil vorausgesagt hat. Und die Arvin darf jetzt gleich die erste Testfrage stellen. Wird das Wetter morgen schön? Wird das Wetter morgen schön? Der Würfel sinkt. Welche Zahl ist es? Es ist die Zahl 4. Hier steht, mit etwas Glück. Und jetzt du, Ilja. Okay. Bekomme ich eine Zahnspange? Nummer 2. Nummer 2, da steht, auf keinen Fall. Also ich bekomme keine Zahnspange. Ja, dann wird ein anderes Wunder mit deinen Zähnen passieren, damit sie nicht so schief sind. Sind sie wirklich so schief? Aber das ist jetzt gar nicht so das Thema, sondern heute geht es darum, ihr kennt doch bestimmt noch alle den Trend mit den Rainbow Loom Bändern. Also ich habe auf jeden Fall noch so, so viele in allen möglichen Farben von ihnen. Also hier wirklich alles voll. Ich habe die voll durchgesuchtelt. Ich habe sogar ganz, ganz viele Videos mit denen gemacht.
Hier ist jetzt mal ein kurzer Ausschnitt von einem. Heute will ich einen Schlüsselanhänger machen. Ich zeige euch, wie das geht, aber dafür brauche ich selber ein bisschen Hilfe. Darum habe ich dieses kluge Buch und schau mal nach, ob es da den Schlüsselanhänger gibt. Am Ende dieses Beitrags könnt ihr das ganze Video anschauen. Auf jeden Fall kommen wir wieder zu den Rainbow Loops. Wer auf jeden Fall, auch so wie wir, noch so viele von denen übrig hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll, ist hier heute genau richtig. Und zwar, der ganze Visco-Trend und sowas ist jetzt gekommen und so. Und da haben sich die Visco Girls gedacht, ich habe ja noch von damals voll viele Rainbow Loom Bänder. Die können wir kombinieren mit etwas anderem und zwar mit Perlen, aber nicht irgendwelchen Perlen, sondern ganz bestimmten Perlen. Und zwar, die sind hier drüben. Diese Perlen, das sind solche speziellen Perlen. Die haben so ein extra großes Loch drinnen, damit wir die halt ganz einfach durchkriegen. Schaut, ich zeig's euch jetzt mit einem. Also die kann man da so ganz leicht durchschieben. Und das ist, ja, ich hab's auch gerade gehört. Und das ist halt ganz, ganz gut bei denen. Und zwar könnt ihr mit den ganzen Rainbow Loom und den Perlen könnt ihr solche Armbänder machen. Also die sind wirklich voll cool und die sind auch halt voll Visco und sowas. Und die könnte man auch so als Freundschaftsarmbänder machen, denn wir haben auch noch natürlich passend dazu ganz viele Buchstaben auch noch gekauft. Ich habe hier drin auch noch von meinen Vorherigen. Schaut mal so ganz. Und wir zeigen euch heute, wie ihr diese Armbänder machen könnt. Das ist wirklich extremst leicht, Leute. Die Arme und ich haben uns gedacht, wir machen 3 Schmuckstücke. Die laden wir dann auf Instagram hoch und ihr könnt dann entscheiden, welches ihr am schönsten findet. Und gleichzeitig verlosen wir das Ganze auch. Ilia-Iliasfeld, ich blende es euch hier jetzt auch nochmal ein, heißt ich auf Instagram, also folgt mir dort auch gerne. Und dann würde ich auch direkt sagen, los geht's. Als erstes sucht ihr euch mal die Farben aus. Und zwar, ich nehme bei den Perlen eigentlich meist immer 2 bis 3 Farben. Man kann auch so ein Rainbow halt machen, wenn ihr so viele Farben halt von den Perlen habt. Aber ihr könnt auch aus den Rainbow Looms einen Rainbow machen. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. Nur wichtig ist, dass ihr eine Perlenfarbe habt und eine Rainbow Loom Farbe. Mindestens. Okay, ich überlege jetzt mal. So ein Dunkelpink sieht schon sehr, sehr cool aus. Irgendwie vielleicht mit Weiß. Ich möchte auch passend zu meinen Scrunchies, wie bei dem hier. Der hier. Seht ihr es? Möchte ich das auch mit denen machen. Sieht das toll aus? Ja, das ist toll. Aber wir hatten ja vorhin diese gute Kombi. Mit dem hier. Und was war das? Und diese hellblau. Echt? Das? Ja. Das sah richtig cool aus. Schaut mal. Wollen wir daraus gleich einen Armband machen? Ja. Ja, machen wir. Gut. Das ist schön. Das bedeutet, die Armband macht mal daraus einen Armband. Und jetzt fehlt nur noch ich. Also das sieht schon sehr, sehr süß aus. Aber warte, ich probiere es auch noch mit einer Gelb. Weil ich finde dunkelpink. Ja, das nehme ich. Aber das ist halt sehr sommerlich. Wir haben jetzt schon Herbst. Ich brauche ein orangenes. Ja, orange und dunkelrot. Ja. Und dann noch so, das ist Herbst? Mit Gelb. Ja, das sieht toll aus. Die Arme und ich haben uns jetzt auch schon für Farben entschieden. Ich habe mich für eine eher herbstliche Farbe entschieden. Ein Dunkelrot und ein Gelb. Und einmal ein Halloween-mäßiges, ein Oranges und ein Weißes. Und Arme, was hast du? Ich habe Lila mit Weiß. Und so ein Hellblau mit Rosa. Das Erste, was ihr halt mal machen müsst, also wenn ihr die Farben rausgesucht habt und so, ist, dass ihr die Rainbow Looms durch die Perlen durchmachen müsst. Also das ist wirklich ur-easy. Ich zeig's euch nochmal. Also wenn ihr hier die Perle habt, müsst ihr einfach nur da so den so durchschieben. Tadadadam. Und es ist durch. Also das ist wirklich einer noch der einfacheren Arbeiten. Ein kleiner Tipp von mir, macht lieber von dieser
Perlen-Rainbow-Loom-Kombi ein bisschen mehr als zu wenig, weil nachher, wenn ihr die so verbindet, ist es dann lieber ein bisschen zu groß als zu klein, weil kleiner machen geht ganz, ganz einfach. Anstatt dass es dann wieder, wenn es zu klein ist, dass ihr wieder die Perlen suchen müsst, die Rainbow-Looms euch wieder durchfiedern, alles bla bla bla. Also macht lieber ein bisschen mehr von dieser Kombi hier als zu wenig. Meine Armbandperlengröße dabei sind 20 Perlen, aber ich mache jetzt mal 2 Perlen mehr, falls es euch irgendwie zu klein ist oder sowas. Nachher zeige ich euch noch, wie ihr es kleiner machen könnt, falls es euch zu groß ist. Das ist wirklich ganz einfach. Jetzt gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Armbänder machen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid oder sowas oder die Armbänder in der Schule machen wollt, dann könnt ihr das Ganze auf euren Fingern machen. Und zwar spannt ihr das einfach auf den Zeigefinger und auf den Mittelfinger. Schaut, dass es sich halt nicht verdreht, weil das ist halt dann nachher ein Nachteil. So. Und dann spannt ihr das über die Finger. Also ein zweites spannt ihr dann halt über die Finger. Dass es dann so aussieht. Und dann nehmt ihr das untere Band und gibt es über das obere drüber. Yay. Könnt ihr auch zwischendurch so kurz ziehen. Und dann seht ihr auch schon, dass sich langsam das da so bildet. Du musst halt da runtergeben und mehr Spannung aufbauen. Ich kann nicht mehr spannen. So, das war die erste Variation. Die zweite Variation. Bei jedem Loom-Set war auf jeden Fall sowas dabei. Und nachdem wir eh 2 haben, habe ich mir 1 genommen und habe da welche abgebrochen, dass er halt so uns frei ist, dass ich das nämlich hier nicht das jetzt so habe. Da habe ich so eine Lücke frei und dann ist das so. Und dann spanne ich das einfach so drüber. Und wenn ihr eine Pinzette habt, ich glaube, ich habe keine Pinzette, sondern eine Häkelnadel. Wo habe ich die denn? Da. Ich habe jetzt... Ja, ich hätte schon mal mehr. Ich habe jetzt mal nur die. Nehmt ihr einfach die Häkelnadel und holt die unteren rauf aufs obere. Und dann könnt ihr mal wieder so ziehen, weil das passiert manchmal so, damit ihr das wieder so sehen könnt. Tada! Also wie ihr seht, ganz einfach. Und das macht jetzt einfach so lange, bis ihr keine Perlen mehr habt. Ja. Zwischendurch könnt ihr es auch so ein bisschen runterdrücken, damit ihr das nächste halt wieder draufgeben könnt. Also wenn ihr keine Häkelnadel habt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt es auch einfach mit euren Fingern machen. Ich mache es gerade mit meinen Fingern. Bin aber schon sehr aber ich finde die Häkelnadel-Version ja einfach ein bisschen praktischer. Wow, da fällt noch alles raus. Also. Auf jeden Fall habe ich noch was vergessen. Ist mir gerade eingefallen. Und zwar... Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Buchstaben machen. Und zwar praktisch wäre wieder, wenn sie so wie die Perlen so größere Löcher haben, damit die Rainbow Looms natürlich durchpassen. So, ich suche mal ein I noch für Ilia. Hier. Komm schon, so wie seht ihr das? So. Und da funktioniert es einfach ganz gleich. Ich nehme ein schwarzes Band, damit es ein bisschen so. Da spannt ihr das einfach auch wieder oben drüber und könnt es dann mit dem unteren wieder so dranheben. Also funktioniert ganz gleich und das ist jetzt auch nicht irgendwie extra kompliziert oder sowas. Aber ich gebe das jetzt halt wieder raus mit dem I, weil es ja dann irgendwie blöd, wenn du Lisa heißt und dann deinen Armband mit Ilia hast. Ich wollte es euch auf jeden Fall nur zeigen, halt, falls ihr das mit den Freundschaftsarmbändern machen wollt, dieses BFF oder so, dass ihr halt wisst, dass das genauso funktioniert wie mit den Perlen. Genau. Das ist mal. Ja, das kann man probieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall mit dem Band mal fertig. Bist du auch schon fertig? Ja, klar. Ganz schön lang.
Wir machen jetzt noch weitere Armbänder und ich helfe der Arme noch jetzt noch, das zu verschließen. Auf jeden Fall, wenn ihr doch lieber noch die Klassiker machen wollt mit den Rainbow Looms, dann schaut euch jetzt noch mein altes Video an und wir sehen uns gleich nochmal. Heute mache ich was Buntes aus Gummis. Rainbloom sind ein bisschen gestern und heuer nicht so in, aber ich habe noch so viele und die müssen alle weg und darum mache ich etwas daraus. Heute will ich einen Schlüsselanhänger machen. Ich zeige euch, wie das geht, aber dafür brauche ich selber ein bisschen Hilfe. Darum habe ich dieses kluge Buch und schau mal nach, ob es da den Schlüsselanhänger gibt. Ich habe es gefunden. Dafür brauche ich dieses Gerät hier, eine Häkelnadel, einen Schlüsselring, 31 Gummiringe und Buchstaben, weil ich meinen Schlüsselanhänger mit Buchstaben mache. Die größte Schwierigkeit ist, die richtigen Farben für meinen Schlüsselanhänger zu finden. Jetzt habe ich es. Weil ich mich nicht entscheiden kann, nehme ich einfach von jeder Farbe einen. Oh, das ist ja gar nicht so schwer, da brauche ich das Buch ja fast gar nicht. Ich erkläre es. So, hier hinüber und dann macht sie ganz hinauf, aber nicht bis dahin, sondern bis zu der Mitte. Und dann macht sie das Gleiche einfach auf der anderen Seite. Also das soll dann so ausschauen. Immer eins nach dem anderen nach vorne spielen. Hier haben wir jetzt einen großen Kreis. Und jetzt kommen die Buchstaben dran. Ich schreibe meinen Namen. Dafür brauche ich ein I, L, I und ein A. Da. Ilia. Jetzt beginnt die Fummelarbeit. Ich muss die Buchstaben auffädeln. So, das A wäre mal geschafft. Hey, du trinkst ja meinen Saft weg. Aber das darfst du natürlich, mein süßer kleiner Bruder. Mir leistet auch der Hund von meiner Ama-Gesellschaft. Für die mache ich dann nachher noch ein Halsband. Und sie ist 16 Jahre alt. Die Buchstaben haben jetzt den Gummiring durchgefädelt. Und jetzt müssen wir sie noch auf das Gerät draufspannen. Jetzt müssen wir es nur noch da so verhäkeln und dafür brauchen wir die Häkelnadel. Das ist ganz schön kompliziert und kann wirklich den letzten Nerv kosten. Jetzt haben wir es geschafft und jetzt müssen wir das nur noch abnehmen. Zum Schluss wird noch der Schlüsselring eingefädelt. So, das ist er, mein fertiger Schlüsselanhänger. Hübsch, oder? Könnt ihr gerne nachmachen. Das sind sie, die drei Endergebnisse, die Armbänder. Ich hoffe, euch gefallen sie. Also ich finde sie wirklich mega, mega cool. Also dann geht jetzt direkt gleich auf Instagram und macht beim Gewinnspiel mit. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss! Hallo, hallo. Nämlich eine Ups. Eine Ups.